Hallo, seid gegrüßt, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Daniel25. Ich grüße euch recht herzlich, ihr Gartenschlingel und Gartenschlingelinnen. Heute machen wir mal eine kleine Tomatenverkostung und zwar handelt es sich um die Tomatensorte Glory Date. Ja, und hier haben wir eine Tomate. So sieht sie also weitgehend im Inneren aus. Manchmal schaut das auch aus wie ein eisernes Kreuz. Hat man dann wirklich vier solche Samenkammern und so sieht die wirklich im Ganzen aus. Ja, also das ist eine schöne Tomate. Hier ist sie leider aufgeplatzt, also das bedeutet, die wird langsam doch überreif. Die werde ich zur Saatgutweitervermehrung nutzen, denn die ist wirklich, ja, das ist eine schöne Tomate. Ja. So sieht es aus. Mit dem Messer hier habe ich sie aufgeschnitten. Das ist ein wirklich schönes, scharfes Ding. Damit kann man sogar Steine aufhebeln. Ja, also sehr, sehr kernhaltig und vor allem schön im Geschmack. Ja. In der nächsten Aufnahme seht ihr, wie ich sie dann verkoste. Also, da wollen wir mal ein Stück kosten. So sieht sie von innen aus, das habt ihr ja schon gesehen. Und da werde ich mal ein Stück kosten. Ziemlich dicke Haut. Klebt mir ja schon fast am Gaumen hier. Ja, also die Tomate. Die ist sehr, sehr süß. Das ist schon eine Kindertomate, könnte ich fast sagen. Das ist was Gutes für die Kinder. Und ja, also die Sorte, die, das ist einfach, die verpflichtet schon förmlich dazu, angebaut zu werden. Also das ist eine richtig schöne Kindertomate, das werden eure Kinder lieben. Die ist sehr schön vollmundig, fruchtig, würzig und vor allen Dingen auch süß. Schöne Sache hier. Die spritzt. Richtig schöne Tomate. Einer meiner Favoriten. Ja. Dann bedanke ich mich, dass ihr das Video angeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Nachmittag. Bis später. Tschüss. Euer Dani25, haut rein und macht's gut. Ciao.